Also haben wir die Servos hier fertig eingebaut, brauchen wir noch den Empfängerakku. Wir nehmen da zwei Lithium-Ionen-Akkus, 1865, also diese 1865 Zellen, haben ungefähr 2500 mAh Kapazität. Genau, und die lassen sich hintereinander ganz gut zusammenlöten. Ich habe hier einfach eine flexible Verbindung, also ein Kabel verbindet die beiden Zellen miteinander. Das heißt, wenn wir hier Schläge beim Landen drauf bekommen, dass auf gar keinen Fall dieser Akku wieder auseinanderfällt. Noch einzukleben ist hier das Nasenballast, ungefähr ein 100 Gramm Stück. Das ist auch vorbereitet und liegt dem Device-Bausatz im Prinzip bei. Genau, und da sehen wir, dass das asymmetrisch gegossen ist, so dass die Überlappung für den Rumpf nicht im Weg sind. Und man muss es halt so einbauen, dass es bis zur Spitze vordringt. So, dann ist es recht weit vorne. 100 Gramm reichen womöglich nicht. Also die Feinjustierung geschieht dann nochmal mit einem zweiten Stück. Und wir werden jetzt ein bisschen 5-Minuten-Epoxy hier vorbereiten, das hier reinsetzen und dann kann man das Ballaststück von hinten gegenschieben und dann ist das fixiert. Das machen wir zuerst. So, wir rühren also 5-Minuten-Epoxy an und arbeiten das langsam in den Rumpf. Genau, schön vorne großflächig etwas 5 Minuten Epoxy einbringen, damit der Nasenballast nicht verrutscht und das festigt auch nochmal für Stecklandung den vorderen Bereich im Rumpf. Von hinten stecken wir den Ballast zur richtigen Seite ein. Der ist asymmetrisch, weil die Überlappungen auf der einen Seite sind. Und dann drücken wir mit einem Gegenstand das Ballaststück, das Bleistück nach vorne raus und lassen es aushärten. Ja, wunderbar. So, das Letzte, was wir jetzt noch einbauen, ist hier einfach zum Beispiel ein Magnetschalter zum Ein- und Ausschalten des Device. Guck mal, wo wir an den Servos vorbeikommen. Ist kein Problem. Wir haben das Kabel etwas verlängert hier, damit der Zepsus-Schalter hier vorne sitzen kann. Genau, den Empfängerakku haben wir vorbereitet. Den dämpfen wir etwas nach vorne hin und auch nach hinten. Den können wir noch feststecken. So, und unser Rumpf ist im Prinzip vorbereitet, den Empfänger hier noch einzubauen. Und wir brauchen eine Rumpfnase. Rumpfhauben gibt es in verschiedenen Farben. Und damit ist unser Rumpf für den Empfängereinbau vorbereitet.